Moin, herzlich willkommen zu weiterer Folge LS220 Tiefe Boden. Mal kurz überlegen, wie das Projekt nochmal heißt. Ja, denn nach über einem Monat, ich glaube 6 Wochen danach, ist es glaube ich, sind fast 1,5 Monate, kommt mal wieder ein Video von mir. Ich weiß, lange Ruhe hier. Da die Zeit es halt leider nicht hergegeben hat. Da beschäftigt, wenn man doch nochmal Zeit gehabt. Also, wenn man dann doch mal Freizeit hatte, sag ich mal, hat man halt doch mal lieber entspannt. Und somit. Ja, kam halt die letzten Wochen nichts. Ja, nichts. Na dann, niente. Aber jetzt haben wir wieder Zeit. Hoffe ich mal. Glaubt meines Wissens ist in der nächsten Woche nichts, was das unterbrechen könnte. Man weiß ja nie. Also, dass es wieder verdammt warm ist gerade. Obwohl wir April haben. Aber gut, was will man machen? Das Wetter ist nun mal, wie es ist. Genau. Ja, jetzt muss ich aber erstmal wieder einen Plan finden, was wir überhaupt hier wie, wo, was gemacht haben, was wir machen wollen und Kram, dalala. Und das Einzige, was ich feststelle, ist, dass wir erstmal schlafen gehen wollen, glaube ich. Genau, wegen Schweinetiere muss ich auch mal gucken, was da Phase ist. Geräusche sind auch noch alle da. Wunderbar, hat keiner geklaut. Gut, gehen wir. Nein, nicht nur Mundreiniger. Schlafen. Dankeschön. So, Mikosch. Kreditzinsen, ach Gott, ach, mit Kredit habe ich auch alles. Oh Gott, ist gut. Okay. So, wir müssen erstmal gucken, was mal hier alles. Wie geht's den Tieren? Kühe, Schweine. Machen wir nicht. Steht denn da ein Mischwagen noch oben? Ich muss Stroh brauchen. Das stimmt, da war was. Okay, ansonsten geht's denen aber gut. Milch haben wir auch schon ein bisschen was. Perfekt. Schweine. Gülle haben wir schon ein bisschen was. Stroh haben sie noch genug. Futter an sich könnten sie mal wieder was gebrauchen. Okay, Wurzelfrischstück kann ich theoretisch reinfüllen, ob sich das lohnt, wenn ich eh Futter habe, weiß ich nicht. Gut, dann können wir mal gerade mal kurz gucken. Traktoren sind alle unterwegs, bis auf der, gell? Der steht hier. Das ist kein Traktor, aber der ist auch hier. Ja, genau. Genau, der MB-Track ist auch hier im Häckseln dabei. Gut, dann nehmen wir halt den Case. Aber hier keine andere Wahl. Einmal den Motor an. Wenn wir das noch hinkriegen. Rückwärtsgang rein. Ach Gott, warte mal, ich muss erstmal. So. Schaltkupo 3 oder wie das heißt. Ah, oh, ganz schöner Sound hier, lange mehr gehört. Wunderbar. Gut, dann fahren wir Vollgas voraus zum Kuhstall. Und gucken mal. Ob das Mischfutter jetzt komplett reingeht oder nicht. Ich weiß nicht, was maximale Ladekapazität vom Stall ist. Wenn es keine Ladekapazität ist, aber okay. Gucken halt mal, was da abgeht. Feld muss ich auch mal gucken, was damit ist. Also, was heißt, was damit ist? Halt, bezüglich Düngen und Kram. Was da aussieht. Aber erstmal nach Kühe gucken. Gut, ansonsten hoffe ich mal, dass die Aufnahme alles läuft. Alles gut aussieht. Alles passt. Sieht aber im ersten Moment gar nicht schlecht aus. Ich habe eigentlich an der Einstellung nichts geändert seit der letzten Aufnahme. Wenn es schon ein paar Wochen her ist. Aber da hat ja eigentlich alles gepasst. Gut. Im 13.400 Liter von 50.000. Okay, da gucken wir doch mal, ob alles reingeht jetzt. Normalerweise schon, oder? Wahrscheinlich werden so 10 Liter noch drin bleiben. Nee, wunderbar, geht leer die Bude. Perfekt, dann brauchen wir jetzt Stroh hier. Wie viel Stroh geht denn bei euch rein? 8000 Liter. Das ist, glaube ich, ein Ballen oder so, ne? Vorwärts. Komm, wir fahren Köpfe rein, scheißegal. Das Feld ist doch eh brach. Genau, dann bringen wir jetzt erstmal den Stroh. Was die das haben. Und dann gucken wir mal, was das Feld hier betrifft, ob da irgendwas. Das habe ich schon einmal angepflanzt, überhaupt Gerste und Kram, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Egal, sehen wir gleich. Ich war zuletzt nur im Wald unterwegs, deswegen weiß ich das alles gar nicht mehr. Beziehungsweise ist das schon ein paar Wochen her. Gut, da haben wir Strom. Wie viel Liter hat ein Ball? 8300. Ja, dann nehmen wir den noch gerade mit. Und gut ist. Ab damit. Das Gute ist ja, der Palettenspieß kann das ja auch. Palettengabel auch genannt. Ist auch noch Mischrad, sowas darum liegt, oder?
glaube schon. Naja. So, ihr braucht ja einfach nur Stroh. Gut, das restliche Stroh kann ich ja bei den Schweinen dann reinschmeißen. Hast du gesperrt. Damit die Schwagen dann schon wieder schön leer ist. Dann guckt man nächstes Mal am besten, dass man nur so viel Mischration machen, wie man auch braucht. Ganz einfach. Gut. Wird der jetzt entleert oder muss ich jetzt ankoppeln? Ne, der wird entleert. Sieht ganz gut aus, oder? Doch, da fühlt sich irgendwas. Ja, jetzt ist der Ball noch weg. Wunderbar. Dann volle Kraft voraus. Mist haben wir auch schon ein bisschen was. Aber nur ein bisschen. Naja. Okay. Stimmt, ich verliere Stroh unterwegs. Heieiei. So ein Scheiß. Sonst hoffe ich mal, dass es euch gut geht. Letzten Wochen überstanden habt ohne Videos. Gibt ja genug andere YouTube-Kanäle, gell? Ja. Naja. In der Zeit ist auch langsam rum. Also gut, wir haben es noch April, da kann es jederzeit noch extrem kalt werden wieder. Sogar noch schneien, theoretisch. Aber ich denke mal, eigentlich müssen wir das rumhaben für dieses Jahr. Naja, warten. Einmal bitte Schnee, Stroh ausladen. Und dann dürfte es den Kühen ja eigentlich auch wunderbar gehen, oder? So, ich sehe das jetzt als... Schon gewundert, warum das so komisch aussieht. Toll. Als was zählt es? Ah, okay. Ja, gut, okay. Also das ist als Alternative zum Stroh. Kann man ja noch mitleben. War gerade so reingepasst hier. Gut, also den Kühen geht's erstmal gut. Sagt Milch könnte man verkaufen mal. Geht aber noch. Gülle, Ding. Ja, ich glaube, ein bisschen was an Stroh habe ich noch drin. Oder Strohpellets. Mal gucken, ob wir das bei den Schweinen gerade reinschmeißen können. Ach nee. Das waren doch 8000 Liter. Oder wird es durch die Strohpellets dann nochmal vermehrfacht? Okay. Apropos, muss die Stroh eigentlich hin hier? Muss mal vorne abkippen oder? Weiß ich gar nicht mehr. Aber würde zumindest Sinn machen. Ja, okay. Also gut, was heißt Sinn machen? Ich kipp's einfach nur vorne, oder? Das ist da keine Ablade-Animation. So ein Scheiß. Naja, man kann nicht alles haben, gell? Mir wäre es überhaupt schon mal recht, wenn alles reingeht. Aber ich glaube nicht. Pallets. Vor allem dauert das Abladen verdammt lange. Aber okay. Da haben wir jetzt noch 2500 Liter drin. Die könnte ich jetzt theoretisch hinkippen. Oder ich lasse einfach mal drin. Und wenn ich den Mischwagen halt wieder brauche, sehen wir ja dann, was wir brauchen. Apropos, wo hat der eigentlich seinen Stellplatz gehabt? Hat der überhaupt einen Stellplatz gehabt? Da drüben steht der andere Anhänger normalerweise drin. Was sieht's denn da hinten eigentlich aus? Ist da was? Was hab ich denn da rein? Düngerstreuer und Dolly. Da ist alles voll. Das ist voll. Das sind meine Anbaugeräte, dann müsste ich jedes Mal wieder rausfahren. Ja, stellen wir da drüben in die Halle rein, wo wir gerade geguckt haben. Das wäre ganz praktisch. Theoretisch kann ich ihn neben... Ach komm, stell ihn neben den Dolly. Vielleicht brauche ich ihn ja mal. Momentan eigentlich eher nicht. Ich habe keinen LKW, aber... Trotzdem. Gut. Steht. Perfekt eingeparkt. Wunderbar. Was? Nein. Falsche Taste. Machen wir das Tor wieder zu. Würde noch jemand was klaut. Meine wertvollen Pellets.
Gut, aber das ist auch blöd, damit kann ich Pellets herstellen, ne? Weil Pellets bringen ja geldmäßig schon ganz wenig, glaube ich. Das ist ja von einem neuen Strohbergungs-Add-on wieder dabei. Das ist ja kostenlos, gibt es seit einigen Wochen. Kann man mal kurz gucken, was das betrifft. Ich will das jetzt nicht so ausnutzen, aber theoretisch müsste ich die Strohpellets erstmal finden. Da. Was geht eigentlich? 362. Was bringt normales Stroh? Ja, gut, okay. So eine dreifache Menge ungefähr. Ist schon gut was mehr. Alles klar, somit Tiere sind versorgt. Das Feld wollte ich noch gucken, genau. Wie sieht's denn damit aus? Da. Sollen wir da drauf Gerste? Und die ist jetzt in irgendeiner Wachstumsstufe und muss noch einmal gedüngt werden. Genau, wie sieht's mit dem Gras aus? Die vier Felder. 78 ist erntereif und die anderen drei sind noch Ding. So, jetzt haben wir Dezember. Frage ist im Winter. Wachstumsstufe 3 von 6. Gras. Geht es da zurück oder kann man das Ganze ja übermähen, theoretisch? Und noch 3 von 3 Futter. Oder sollte ich einfach sagen, komm ich mir. Damit es halt gemäht ist, bevor es doch wieder zurückgeht. Ich weiß es nicht mehr. So lange kein Gras mehr gemacht. Also ich irgendwie falsch anhört jetzt. Mein anderes Gras legalisiert wurde, aber egal. Ja, ein bisschen schon Eintrag da. Jo, egal. Was, Motorleistung brauche ich. Zwingend. Ah. Ist das dasselbe, was ich habe? Ja doch, ja. Motorleistung. Mein Gott. 95 PS, 110 PS. 66. Okay, da brauche ich auf jeden Fall einen von den anderen beiden, aber welchen ist eigentlich egal. Problem ist aber zum Pressen und Kram. Pressen brauche ich auf jeden Fall den großen. Ja. Wäre es eigentlich logischer, wenn ich mit dem Johnny rüberfahre. Dann machen wir es aber anders. Ne? Der Betrag hat einen kleineren Anhänger, glaubt meines Wissens. Stellt mal hier ab. Y, glaube ich. Genau. Und dann tauschen wir die Anhänger gerade. Das müsste der Betrag ja eigentlich hinkriegen. Warte mal. Nee, das machen wir doch nicht. Ich soll lieber rausfahren. Und dann kann der Johnny gerade zum Grasmähen rüberfahren. Und der Betrag macht hier weiter mit dem Häckseln. Ne, voll ist er noch nicht. Aber. Gut, er kann ja trotzdem derzeit gerade mal wegfahren. So. Jetzt drücke ich eigentlich die Kupplung, Alter. Das ist eine Automatik. Kann er den Anhänger nämlich mitnehmen, sicherheitshalber. Rein theoretisch. Ach Gott, was ist denn, was ist denn über Stein? Ach komm. Häng den anderen gut ist. Au. Gut, dann darf der gerade mal zum Hof wieder fahren.
Ja, wenn du bist, wie ich es unten gerade mache. Auto Drive. Alto Keeper. Ah, da haben wir es doch. Fahrmodus. Fahren bitte und einmal zum Hof. Ist überhaupt ein Punkt Hof? Ich glaube nicht, gell? Nehmen wir halt irgendwas mit Feld 43 oder so irgendwas. Ah, fahr da mal hin. Ich weiß nicht, ob ich einen Punkt habe oder ob der andere Hof nehmen kann. Auch passen würde oder so. Der markiert ist, ich weiß nicht. Mir auch egal. Nein, nein, stopp, 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 stopp. Falsche Richtung. Und du fährst das jetzt gerade mal bitte zum Getreidesilo. Ost. Wir stehen kriegen, oder? Jo, okay. Wie sieht's aus? Tagschnitzel. Gut, Abfahrt. Der Stütz vorgab gerade. Hallo? Das hatte ich noch mal gemacht mit dem Ding. Ja, okay, Fahrzeug neu laden geht, stimmt. Gut, möge er jetzt bitte hier noch zurückfahren. Ich hab da auch immer nur so gesagt. Hä? So, Abfahrt. Hä? Was hat das immer für ein Fahrmodus gehabt? Ach, ich weiß es nicht. Okay, der gibt ganz schön Gas. Wo immer der lang fährt. Dann übernehme ich gerade mal kurz. Was hat denn der immer? Polen abliefern. Oder was nur abholen? Ja, das kann sein. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war schon das Richtige, was ich gemacht hatte. Stopp, falsch. Egal. Okay, dann nur Marsch. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ihr nichts weiteres verpassen wollt. Nächste Folge gucken wir mal mähen. Lassen wir das noch machen, das Feld. Falls es doch im Winter wieder zurückgeht, ich weiß es nicht mehr. Also den brauchen wir eben mal Gras und Kram. Ja, und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.